direkt hinter mir ist das Häuschen, in dem man sich standesamtlich trauen lassen kann. Und dann haben wir halt noch ein Gebäude und in dem kann man halt ja, seine Partys feiern. Das heißt Hochzeiten, Geburtstage, Weihnachtsessen von der Arbeitsstelle aus, Kulturveranstaltungen. Also hier ist eigentlich alles möglich. Man kann unsere Räumlichkeiten zum Beispiel auch für einfache Geburtstage mieten. Also bei der standesamtlichen Trauung passen ca. 50 Leute rein. Im Flat, also im Partyhaus, passen bis zu ca. 100 Gäste rein. Und da gibt es halt auch aber Ausnahmen. Das heißt, wenn sich die Gäste trauen lassen und danach direkt ins Partyhaus rübergehen möchten, ja, sind Ausnahmen halt möglich. Das heißt, dann können dort halt auch mehrere Leute sein, die dann im Anschluss rübergehen, um zu feiern. Also ich muss sagen, wir sind relativ gut gebucht. Das heißt, es wäre echt gut, wenn man sich so früh wie möglich bei uns meldet und halt schaut, wann man seinen Termin haben möchte. Das heißt, bis zu circa ein Jahr im Voraus. Aber es gibt natürlich auch spontane Termine, sag ich mal, wenn irgendwas abgesagt wird und spontan Platz frei wird. Wir haben unsere eigenen Leute, sag ich mal, unsere eigenen Kräfte. Das ist den Gästen halt auch selbst überlassen. Das heißt, man hat drei Varianten, die man buchen kann. Der Preis ist natürlich unterschiedlich. Und dann kann man sich halt auch entscheiden, ob man möchte, dass wir die Räumlichkeiten schmücken oder die Gäste selbst. Ja, dazu haben wir aber auch Infoblätter und alles Mögliche. Man kann sich halt alles anschauen und das dann absprechen. Ja, wir selbst haben keine DJs, Caterer, Videografen und so weiter. Aber wir haben natürlich unsere Caterer und DJs, die halt öfter hier sind. Die lassen dann halt meist auch ihre Kontaktdaten bei uns liegen. Die empfehlen wir dann auch gerne weiter. Und zum Beispiel unser Kameramann, den kann man auch nehmen. Aber letztendlich ist es den Gästen halt selbst überlassen. Sie haben die freie Wahl, wen sie halt hier haben möchten. Es ist halt nur gut, dass man, wenn man jemanden nimmt, der sich hier schon auskennt mit den Räumlichkeiten etc., hat man vielleicht einen Vorteil. Ja, also wir haben einmal im Jahr einen Tag der offenen Tür. Da stehen dann die Servicekräfte bereit, die Chefin, die Leitungen. Wir haben Standesbeamten hier. Man kann sich alle Räumlichkeiten in Ruhe angucken, Fragen stellen und ja, sich halt informieren. Ansonsten kann man natürlich auch auf unsere Homepage gehen oder bei der Chefin persönlich anrufen und einen Tag abmachen, indem man dann den Le Kophof besucht und sich Informationen ranholt. Also meistens wird sie eigentlich nur für Fotos genutzt, aber man kann sich drin halt auch trauen lassen, mit wenigeren Gästen natürlich, aber ja, die Möglichkeit besteht halt auch. Genau, und dort stehen halt auch die Kontaktdaten von Britta Evers drauf. Da kann man natürlich direkt anrufen und dann sich halt alles heranholen, was man haben möchte.